Seit über 30 Jahren arbeite ich jetzt hier in Stams. Ich bin in Stams geboren, 1906. Aufgewachsen in Stams. Mein Vater hatte ein Restaurationsgeschäft. Und da habe ich eine Lehre angefangen, aber nur ganz kurz. Er hat mich dann auf die Kunstgewerbeschule geschickt, auf Luzern. Von dort aus bin ich nach Basel. Und von dort aus auf München. Ich war 3 Jahre in München und von dort bin ich dann auf Paris. Ich war 4 Winter lang immer in Paris und im Sommer habe ich daheim im Geschäft gearbeitet. Ein paar Batzen verdienen, dass ich wieder heim auf Paris. Dann bin ich zurückgekommen auf Stams und habe eine Zeit lang da gearbeitet, aber gesehen, dass das nicht weitergeht. Ich hatte keine Anregung, wenig Ausstellungsmöglichkeiten und bin wieder auf Basel gezogen. Und dort in Basel bin ich dann 20 Jahre gsi. Am Anfang dieser Basler Zeit bin ich mal an eine Weihnachtsausstellung in die Kunsthalle gegangen. Da haben mir 3 Bilder sehr gut gefallen. Sie hatten ein bisschen einen Einschlag nach Van Gogh. Und dann kommt ein Kollege, den ich nicht weiter nur so vom Gesehen nachher kennt habe. Und dann sage ich ihm das. Und dann sagt er, dass sie Bilder von ihm. Und das war der Max Kempf. Und dann kommt er mal an einem Wintervormittag kommt er zu mir aufs Atelier. Ich hatte geheizt, der ist oben zu gesessen und eingeschlafen. Dann habe ich gedacht, den muss ich radieren. Und habe eine Platte gesucht, keine Lehre mehr gehabt, und habe einen genommen, wo eine Frauenakte drauf war. Und da habe ich mit dem Polierstahl ein bisschen poliert und geschabt und habe mit Kaltnadel direkt mit dem Stahlstift darauf hineinzeichnen. In einer Stunde bin ich fertig gewesen. Und als ich die Platte gedruckt habe, ist halt der Frauenakte drunter noch vorgekommen. Ich habe die mal ausgestellt in Basel und dann haben sie im Katalog darunter geschrieben, der Traum des Malers. Von Basel aus habe ich dann Reisen gemacht, Malereisen, unter anderem auch auf Arles. Weil ich Van Gogh-Verehrer war, bin ich auf Arles gegangen und habe dort ein Van Gogh-Haus gemalt. Und einige Jahre später habe ich dann entdeckt, dass der Warlein vom gleichen Standort aus auch das Gleiche gemalt hat. In dieser Zeit bin ich dann viel im Winter nach Stams und habe dort Radierungen gemacht, also die alten Stamser Original. Und auch das Bräuchtum. Ich habe es mit Klausterichle, Fasnachtsszene gestaltet. Und dann ist im Brieder ist ein Kind gestorben und es hat eine grosse Kinderbeerdigung gegeben. Die haben mich so beeindruckt, dass ich heimgegangen bin und habe die gestaltet. Und das ist eine von den vielen gegenständlichen Radierungen, die ich damals in Stams gemacht habe. In den 50er Jahren ist es dann mir langsam besser gegangen, finanziell. Es sind einige Aufträge, grössere und kleinere, gekommen in Kirchen, also sakrale Aufträge. Und das hat mich wirtschaftlich besser gestellt. Man ist ein bisschen unabhängiger geworden und dann habe ich mir einen alten Wunsch erfüllt, wieder heim nach Stams. Da, wo ich geboren bin, aufgewachsen bin. Und hier in Stams, ein bisschen abseits von Stams, konnte ich Land kaufen, habe ein Haus gebaut mit einem Atelier und eine Familie gegründet. Und da ist ein grosser Wunsch von mir in Erfüllung gegangen. Jetzt Obergösgen. Obergösge war einer der wesentlichen Aufträge, die ich bekommen habe.
Es war für mich der Übergang vom Gegenständlichen ins Ungegenständliche. Ich konnte abstrakte Fenster machen, ein Spiel mit Farben und Formen. Anfangs der 60er Jahre habe ich grossformatige Abstraktionen gemacht in der Mischtechnik. Mischtechnik heisst, ich habe mit Ölfarbe angefangen und Dispersion darüber. Und zur gleichen Zeit habe ich eine ganze Serie abstrakte Radierungen gemacht in Aquatintentechnik. In den 70er Jahren habe ich angefangen, Collagen zu machen. Und die ersten waren Schnittcollagen. Jetzt, von Zeit zu Zeit, mache ich auch Aquarell. Wenn mich eine Landschaft, ein Motiv richtig packt, zum Beispiel vom Atelier aus, vis-à-vis, der Birkenberg. Wenn es so Schnee noch hat und Nebelstreifen drin, dann kann mich das irrsinnig packen. Und dann nehme ich den Malkasten für den Mals, so einem Stamserhorn. Oder wenn im Herbst der Nebel draußen ist in der Landschaft, so ein Baum im Nebel, das ist etwas Wunderbares, das ist wie ein Geist. Und das pack mich dann und ich mal das. Eines Tages, so Ende 70er Jahre, habe ich mit diesen Tagebuchblättern angefangen. Und es ist eine Grösse von 1 Meter auf 75. Und es war noch schön zu handhaben. Ich habe da mit Kreidegrund Zeitungen aufgeklebt und noch mit Kreidegrund drüber und da Formen drin gesehen. Und die habe ich angefangen mit Tusche nachzuzeichnen. Die Formen, die ich da gesehen und gespürt habe. So ist dann eins ums andere entstanden. Und eins hat das andere wieder gegeben, dann haben wir wieder andere Materialien, andere Farben, leichte Farben genommen, andere Töne gegeben. Und so ist einfach eins nach dem anderen entstanden. Und das hat mich so fasziniert, dass ich einfach etwa 7, 8 Jahre nie das Tagebuchblätter gemacht habe. Und das war so, dass nie eins war wie das andere. Jedes war wieder ein bisschen anders. Und dann hat es mal geheißen, ja, die müssen doch einen Namen haben, die Blätter, die du da machst. Und ich muss sagen, es ist mir nicht anders zu sehen, als Tagebuchblätter zu sagen. Da habe ich nur einen Namen gebraucht für alle. Da bin ich am Schaffen von ganz leichtfarbigen Collagen. Und das Material, das ich dazu brauche, das sind Zeitungen, Illustrationen,
wo ich aber alles zuerst mit verschiedenem Kreidegrund einstreiche. Mit ganz dünnem Kreidegrund. Und je dicker er wird, je weniger sichtlich ist, was darunter ist. Und die klebe ich auf der Wand hinten. Ich schneide zuerst Formen aus und klebe. Und weiß noch nicht, was im Schluss rauskommt. Das ist der Arbeitsprozess, der dann mit der Zeit mir ein Bild gibt, wo ich mich daran halten kann und auf dem ich weiterarbeiten kann. So entstand die. Manchmal braucht es lang. Manchmal überklebe ich 5 bis 10 Mal die gleiche Stelle, bis wirklich etwas ist, was mich anregt zu einer Gestaltung. Und so geht das. Blatt für Blatt wird auch geklebt. Und dann wird wieder geschaut. Bis man wirklich formal und auch farbig etwas drin sieht. So entsteht das. Es entsteht ohne vorgefasste Meinung. Wenn ich an die Arbeit gehe, weiß ich noch nicht, was am Schluss daraus wird. Das gibt mir der Arbeitsprozess, wenn wir das klar machen. Es ist ein schönes Arbeiten. Man weiß nie, was daraus wird. Und das ist eben das Interessante daran. Ich gehe wieder hinterher und klebe. Und dann wird wieder geschaut und frische Blätter geschnitten. Die Hauptsache ist, dass man sehr viel Material hat. Und das haben wir ja. Zeitungen gibt es ja nicht genug. Jetzt, was Sie da sehen, ein Ansatz von einem Kopf an sich ganz schön ist. Aber es ist vielleicht nicht daneben, was dazu passt. Man kann es nicht bei dem lassen. Dann wird das halt auch wieder überklebt. Und so geht der Prozess weiter. Man zerstört. Man zerstört manchmal gute Sachen. Aber sie passen nicht zum anderen. Dann muss man den Mut haben, auch das wieder zu überkleben. Und so geht der Prozess weiter. Man zerstört, man schafft, man zerstört, bis etwas da ist, wo etwas ganz harmonisch zusammenklingt. Also an sich ist das jetzt eigentlich ein Bild. Aber man kann es nicht lassen. Man muss den Mut haben, das wieder eine gute Sache zu zerstören, wenn sie nicht dazu passt. Darum ist das irrsinnig interessant zu arbeiten. So. Wenn man plötzlich wieder etwas drinnen sieht und spürt. Und dann macht man weiter und klebt wieder und bringt vielleicht etwas noch Besseres an und dann muss man das andere wieder zerstören. So wird geschafft. Stundenlang. Es ist ein interessantes Schaffen, es macht einem lebendig. Wenn man immer wieder etwas Neues sieht drinnen. Das ist der Vorteil von dieser Art Schaffen, weder wenn man mit einer fixen Idee an die Arbeit geht und ich mache jetzt das und das. Während man so, das ist das interessantere Schaffen.
Also jetzt, wenn ihr das gesehen habt, ist das Format gewechselt. Es ist ein grösseres Format und hat andere Voraussetzungen als die kleinen Formate. Ich tue das mit dem Pinsel vorzeichnen. Um mich selber anzuregen. Und dann tue ich mit Weiss- und Grautönen, also mit gestrichenem Zeitungspapier, wo zuerst schwarz grundiert war und dann weiss drüber. Und dann ich da weitergestalten. Und immer wieder mit dem Pinsel und mit den Grautönen. Es ist immer ein Entwickeln von der ganzen Sache. Nicht, es ist eigentlich ein ähnlicher Vorgang wie bei den kleinen Tuschzeichnungen. Und ich auch mit Schwarz vorgehe. Vorzeichnen und dann mit Weiss abdecken. Und hier statt Weiss abdecken, tue ich das mit den vorgestrichenen Zeiten. So wird es gestaltet. Man hat manchmal das Bedürfnis, wieder grösser zu arbeiten. Und manchmal halt nicht, manchmal bleibt man beim Kleinen. Aber es sind wieder, ich weiß nicht. Manchmal ist es eine körperliche Anstrengung, die einem gut tut. Und man wird freier, weil man eine Bewegung hat dazu. Und es ist wieder etwas anderes. Ich wechsle gerne vom Grossen ins Kleine oder vom Kleinen ins Grossformat. Es ist ein Suchen. Es ist nicht schon zum Voraus klar, was da entsteht.
es ist das Abtasten. Manchmal gibt es Formen, die durch Zufall entstehen, die man dann aber weiterentwickelt. So ist es einfach ein Schaffen, das einem anregt, immer wieder etwas Neues. Es ist manchmal so, dass man Details, die schön sind, muss opfern für das Gesamte. Manchmal ist es auch so, dass man Sachen, die gut waren, sind zerstört. Aber man darf nicht vorsichtig sein, man muss einfach schaffen, immer schaffen, schaffen. Und wenn es auch hier und da etwas Schönes kaputt geht, es entsteht wieder etwas anderes. So entwickelt sich es langsam zu einer Gesamtheit, wo das Detail nicht mehr so wichtig ist. Aber im Gesamten muss es stimmen. Ich sehe, das ist ein Vortasten, es ist ein es ist ein unermüdliches Schaffen. Der ganze Formenreichtum, was sich durch die vielen Jahre in mir angesammelt haben, das ist nicht aus mir selber. Das habe nicht ich erfunden. Das ist die Natur, die unermesslich ist im Formenreichtum, in der Farbigkeit. Schauen Sie, das kleinste Pflänzchen, und wenn es nur 3-4 cm hoch hat, ist das ist so eine Vollkommenheit an Form und an Farbe, dass die grösste Tanne oder der grösste Baum einfach nicht reicher ist. Und durch das jahrzehntelange Schauen komme ich auf einen Reichtum von Formen. Ich habe Angst vor einer Routine, vor einem Können. Ich kann das. Nein, man kann es nicht. Man muss jedes Mal wieder frisch suchen. Man muss ertasten, man muss erfühlen. Dann in jeder Arbeit muss man das spüren und die Arbeit ist dann fertig, wenn sie eine Harmonie ausstrahlt. Eine Harmonie an Formen, eine Harmonie an Farben. Es dünkt mir lustig, früher, als man jung war, ist man vielleicht auch zu diesen Gipfelstürmern gehört. Wenn man zu Berg gegangen ist, hat man nur den Gipfel gesehen. Der Blick ist nur nach oben gegangen. Heute ist das etwas anderes.
wenn man heute geht, schaut man auf den Boden. Bei jedem Schritt tut man in einem Reichtum von der Natur begegnen. Und immer ist es wieder anders. Und zuletzt sagt man, muss ich gar nicht auf den Gipfel. Man hat ja hier unten genug. Die schöne Formenwelt in sich aufnehmen und die dann verarbeiten. Das ist der Zweck von meinem Arbeiten.